Kampfjets über Albanien. Dabei hat der kleine NATO-Staat gar keine eigenen. Diese in Italien stationierten Flugzeuge waren Teil der Show zur Neueröffnung des Militärflugplatzes Kučava. Ein weiterer Baustein für die NATO im Bestreben, die Ostflanke des Bündnisses zu sichern. Rund 50 Millionen Euro hat die NATO für die Sanierung des Flugplatzes in die Hand genommen. Die Ortschaft Kučova hieß zu kommunistischen Zeiten Stalinstadt. Bisher rotteten hier Kampfflugzeuge aus sowjetischer und chinesischer Produktion vor sich hin. Es sind Relikte aus dem Kalten Krieg, einst vom Warschauer Pakt angeschafft, um Ziele in den NATO-Ländern anzugreifen. Eine Ironie der Geschichte. Planin e deklasifikuar të luftës që qëndronte në sirtarët e Kremlinit. Lufta do të niste me bombardimin e Vienës, Stuttgartit, Mëniut, Nurembergut, dy bazave të NATO-s në Danimark, tre bazave italiane në Padova, Verona dhe Vicenza, dhe pjesë e këtij operacioni do të ishin edhe avionët bombardues të bazës Kučovës. Sot jetojmë në një epokë tjetër dhe fatmirësisht Shqipëria gjendet. Künftig sollen hier neben Bayraktar-Drohnen aus der Türkei auch Kampfjets der NATO abheben können. Kučova ist der erste NATO-Luftwaffenstützpunkt auf dem Westbalkan. Auch der Bau eines Marinestützpunktes an der Adriaküste Albaniens ist im Gespräch.